Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Noboard. Es ist Donnerstag und ihr wisst, was ich donnerstags am liebsten mache. Ich analysiere ein paar Videos von euch. Also wenn ihr auch mal ein Video analysiert haben wollt, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Und heute haben wir ein paar Sprünge vorbereitet und die schauen wir uns direkt an. Und bevor wir loslegen, wie immer die Anmerkung. Die Leute, die das hier reinsenden, die wollen Feedback haben, die wollen nicht gebasht werden. Dementsprechend Feedback ist in den Kommentaren auch gerne erlaubt, aber kein Bashing. So, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Wie gesagt, ein paar Sprünge. Über Kicker ist immer so eine Sache. Ich bin was Selbstgebautes. Wir machen ein paar Sprünge über was Selbstgebautes. Und da haben wir mehrere Videos da. Und ich würde sagen, legen wir direkt los. Sprung Nummer 1. Relativ solide. Da habe ich erstmal nicht so viel auszusetzen. Machen wir direkt weiter. Ups. So. Jawohl, da habe ich was dran auszusetzen, natürlich auch einen Sturz. Und beim Sturz hat es man immer falsch gemacht. Und hier fangen wir direkt an. Und zwar passiert der Fehler hier. In dem Moment. In dem Moment wahrscheinlich. Mal ein Stück weiter nach vorne. So. Wo kann man das? Da kann man es am besten sehen. Und zwar, hier gehst du in Rücklage. Kann man hier sehen, dass du gleich mit dem Gewicht nach hinten gehst. Wenn man das jetzt mal zurückspult und in der Videosequenz anguckt, sieht man das noch ein bisschen besser. Wie du das Board quasi unter deinen Füßen nach vorne schiebst. Das bedeutet, dass du in Rücklage bist während des Absprungs und das ist natürlich eine Situation, in die man nicht rein möchte, denn du siehst jetzt hier schon die Position, die dein Board hat, bleibt in der Luft quer. Das bedeutet, das Board neigt sich nach vorne und dementsprechend wirst du auch in Rücklage landen und ja, das Resultat haben wir dann gesehen. Du kriegst das Board gar nicht mehr vernünftig. Das kommt nicht mehr vernünftig auf und du verlierst einfach komplett das Gleichgewicht in der Landung und hast dich dann verkantet. Passiert! Also, Tipp Nummer 1 dort, nicht in Rücklage geraten vor dem Absprung. Sehr wichtiger Punkt. Nächster Sprung. So, gucken wir uns das an. China, nicht sehr. Jawohl, da ist das Ganze schon viel, viel effizienter gelöst, viel, viel besser. Die Position zum Speed bekommen. Kann man mögen oder nicht. Auch da hast du ganz leicht, jetzt kann man das gleich sehen, das Board nach vorne geschoben. Nicht so stark wie dem Video davor, aber auch da sichtbar. Aber du hast es in der Luft wieder komplett ausgeglichen bekommen. Dementsprechend standest du beim Absprung mit deinem Gewicht sauber. Man sieht jetzt hier die Position des Boards und der Knie sind vernünftig. Die Schulter ist, glaube ich, ein bisschen geneigt. Das ist aber mit dem versuchten Grab erstmal in Ordnung. Also, dem Sprung kann ich nicht viel anmeckern, kann ich ja nicht viel meckern, außer diese Be Bewegung hier in der Landung. Geh ein bisschen mehr in die Knie und versuch den Schock mit deinen Knien abzufedern und nicht mit deinem Oberkörper. Denn irgendwann wird dein Oberkörper nicht mehr weiter runtergehen. Du bist jetzt hier quasi an deinem Maximum angekommen. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn deine Nase dein Knie trifft, nicht gut. Weiter geht's. Nächstes Video. So. Naja, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Grab, einfach nur weil wenig Geschwindigkeit bzw. einen kleinen Haufen ist es halt schwer. Kompakt. Auch hier wieder leicht in Rücklage beim Sprung. Heißt auch leicht in Rücklage beim Aufkommen. Auch da ein bisschen mehr das Gewicht nach vorne nehmen. Ansonsten auch hier nicht viel zu meckern. Direkt in das nächste rein. Bis hierhin alles in Ordnung. Aber man kann jetzt erkennen, dass du mit deiner Hand nach vorne gegangen bist und dafür extrem deine Schulter verdreht hast. Da sieht man, dass die Schulterachse total verdreht ist. Das bedeutet, das Board kommt aus der Achse raus. Und spätestens in dieser Position wirst du gemerkt haben, das Board ist nicht mehr so, wie du es gerne hättest. Oh. Und Ohr, hast dich dann in der Landung verkantet. Also hier sollte man wahrscheinlich beim Absprung schon sehen, dass du genau beim Absprung schon die Hand nach vorne bringst. Das bedeutet, du hast deine Schulterachse schwer, du springst auch ein bisschen auf der Hinterkante ab. Also da ist es ganz wichtig, dass du in der Achse abspringst, wenn du gerade fliegen möchtest. Diese Rotation ist in Ordnung, wenn du dich rotieren möchtest. Also wenn du nur ein 180 machen möchtest, ist es in Ordnung, im Absprung die Rotation zu haben, weil dann dreht sich das Board natürlich mit. Aber dann möchte man natürlich viel mehr machen als nur diese 45 Grad. Dementsprechend, Tipp Nummer 2 für heute ist
in eine Achse abspringen. Also Schulterachse, Knieachse und Bordachse. Zumindest wenn man straight springen möchte. So. Weiter geht's. Direkt noch einer. Ja, das gleiche Problem wie bei der Stefan eben. Also hier auch, zur zahlenden Rücklage abgesprungen. Das Board kommt, wird nie plan in der Luft. Du kommst auf dem hinteren Fuß auf und kannst es einfach nicht unter deinen Füßen halten. Also das gleiche mit dem Video eben. Und zum letzten Video. Stefan nochmal. Ein wunderschöner 180 mit Gegenrotation gedreht. Schauen wir uns nochmal an. Mal ein bisschen leiser hier. Also man sieht hier, noch ist es einigermaßen, die Schulter ist schon aus der Achse raus, aber man sieht hier, Gegenrotation, der Arm kommt nach vorne, das Board geht in die andere Richtung, sauber gedreht. Bei der Landung etwas auf dem hinteren Fuß, aber ist in Ordnung, zumindest für den Sprung, weil es ein bisschen weicher ist. Also dementsprechend das eigentlich ganz gut gelöst, bin sehr zufrieden mit dem, was ihr mir hier präsentiert habt. Also, wir gehen raus aus der Sache mit Gewicht auf beiden Füßen beim Abspringen. Wenn man sich abdrückt, dann noch mit beiden Füßen gleichmäßig, also wie gesagt, wirklich mit beiden Füßen komplett symmetrisch. Dann abspringen, genau, in Achse bleiben, das war das Zweite. Dass wir merken, dass das Board sich nicht verdrehen kann, nicht verdreht, wenn es sich nicht verdrehen soll. Und das Dritte, was ich jetzt noch zu dem letzten Video sagen möchte, 180 mit Gegenrotation ist gut. Das Problem ist, mit Gegenrotation wird man nie mehr als 180 schaffen. Das bedeutet, der nächste Schritt da ist, das Ganze mit Rotation zu machen. Und dafür haben wir auch mal ein Video gemacht, Rotation und Gegenrotation. Falls ihr das noch nicht wisst, was das ist, das könnt ihr euch da einmal anschauen. Und ansonsten, Stefan, Angie? Ich weiß nicht, ob man das Englisch ausspricht oder Deutsch. Sag mal Angie. Danke fürs Einsenden der Videos. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr anderen, die nicht die zwei sind, konntet auch was mitnehmen. Und hoffentlich sehen wir uns in im nächsten Video wieder. Und wie gesagt, wenn ihr selbst so ein Video mal gemacht haben wollt zu eurem Fahren, dann lasst euch etwas filmen. Schickt uns die Sachen ein. Die Adresse dazu steht in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, dann sehe ich euch recht bald wieder. Und falls ihr mich recht bald wiedersehen wollt, dann abonniert doch den Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich schon am Montag wieder. Bis dahin, ciao.